Hallo und willkommen hier wieder zu Pokémon News, und zwar Solgaleo GX und Lunala GX Boxes sind hier bestätigt worden. Mal schauen. Das Solgaleo, mal extrem heftiges Artwork, 250 Phase 2, ja, man muss es halt entwickeln. Okay, aber mal schauen, was es so alles drauf hat. Mit der Fähigkeit Shining Mane, leuchtende Mähne. Jedes deiner Pokémon hat keine Schwäche. Finde ich mal nicht so schlecht. Und der erste Angriff macht zwei irgendwelche. Mit Triple Strike macht 120 Schaden. Man darf zwei Basisenergiekarten vom Ablegestapel an eins der Pokémon, die auf der Bank sind, anlegen. Das ist recht gut eigentlich, da so Doppelenergie, 120 Schaden und seine Energie einfach so wieder recyceln. Blöd ist halt Stage 2. Und das andere ist, die GX-Attacke ist Prominence GX, heile allen Schaden von jedem deiner Pokémon. Holy! Das ist extrem. Allen Schaden heilen. Ich meine, es ist eine GX-Attacke, aber wow. Okay, Weakness, also Schwäche, Zahn, Feuer, Resistenz, minus 20 gegen Psyche, Pokémon und auch nur 2 Rückzugskosten. Und hier ist das Lunala GX. Schaut jetzt vom Artwork auch cool aus, hat aber keine Fähigkeit, hat 230 KP oder HP, sind 20 weniger als Solgaleo. Okay, schauen wir uns mal an. Ich meine, es ist Stage 2 wieder natürlich. Und braucht 2 normale Energie für den ersten Angriff, macht einfach 50 Schaden, ja, okay, solide. Obwohl, da finde ich die Solgaleo viel besser mit 2 normalen Energie, 120 Schaden. Naja, okay, dann Luna Javelin, braucht 2 Psyche und 2 normale, macht 200 Schaden. Man muss 2 Energiekarten auch von diesem Pokémon weglegen. Luna ist nicht so gut wie Solgaleo oder weil noch immer. Und die Requiem GX-Attacke hier, mit 3x Psyche und 1x normal. 250 Schaden. Okay, das ist wieder gut. Aber mehr nicht. Mehr nicht, das war schon. Nur 250 Schaden. Ja, Solgaleo, du bist viel besser. Muss ich schon sagen. Schwäche ist Finsternis mal 2. Dafür Resistenz minus 20 bei Kampf. Ja, na. Solgaleo eindeutig der Gewinner hier von diesen zwei. Ich glaube, das ist aber öfters so, oder? Ich glaube, Solgaleo ist einfach das beliebtere Pokémon von den ganzen zwei hier. Naja, gut, das war's auch wieder. Und nächstes Mal kommt was viel Besseres. Eine viel bessere News. Abwarten. Und bis zum nächsten Mal. Hallo und willkommen hier zu Pokémon News. Und zwar das Main Necrosoma GX. Hell yeah. Basis-Pokémon, ein Ultra-Bestie. Ich zeig mal lieber das Bild größer. Hier. Sieht das nicht cool aus? Metall, 190 HP. Extrem. Okay, dreimal nochmal irgendwelche Energie. Claw Slash mit 60 Schaden. Ja, okay, könnte besser sein. Dann. Dreimal Metall und eine irgendwas Energie. Meteor Tempest mit 220 Schaden. Aber 3 Energie von diesem Pokémon weggeben. Gefällt mir auch nicht so. Aber immerhin 220 Schaden. Extrem heftig. Und die GX-Attacke. Eclipse Sun braucht 3 Metallenergie. 250 Schaden. Das ist heftig. Und diese Attacke kann aber nur aktiviert werden, wenn man mehr Preiskarten hat als der Gegner. Das ist sehr. Ich meine. Ja, es ist eine Ultra-Bestie. Man kann sie sofort hinlegen und muss sie nicht entwickeln oder sowas. Ist schon gerechtfertigt, da die ganzen Energien. Und die Effekte. Sonst finde ich es jetzt nicht so overpowered, aber naja. Artwork dafür umso cooler, umso besser, umso schöner, wirklich. Okay, Weakness, also Schwäche, Feuer mal 2,
Resistenz gegen eine Psycho-Minus hat sich braucht 3 Rückzugskosten. Okay. Dann Dawn Wings Necrosoma GX mit 180 HP. Wie viel hatte der vorige? 190, okay, ist eigentlich nicht so viel. Ach, eine Fähigkeit, wow. Okay, und zwei Attacken. Fähigkeit ist Invasion. Einmal, bevor man angreift im Zug, wenn dieses Pokémon auf der Bank ist, man kann es mit den aktiven Pokémon tauschen, das ist immer gut. Dann die erste Attacke, dreimal Psycho Flash of Darkness mit 120 Schaden. Und diese Attacke ist nicht, also ist eigentlich immun gegen Resistenz des gegnerischen Pokémon. Also ja, okay, 120 ist solide, 3 Psychoenergie, es geht. Und die GX-Attacke Eclipse Moon mit 3 Psychoenergien, 180 Schaden nur, nicht so viel wie oben. Diese Card, also hat auch wieder denselben Effekt. Diesen Angriff kann man nur machen, wenn man mehr Preiskarten hat als der Gegner. Wow, okay, aber hier, das geht noch weiter. Und verhindere jeden Attacken, also verhindert die Effekte von Attacken und inklusive den Schaden, den diese Pokémon während der nächsten Runde zugefügt werden. Das ist mal gut. Weil damit macht man 180 Schaden, man ist immun und in der nächsten Runde 120 Schaden. Wow, ist diesmal ist es viel besser als ein Solgaleo. Okay, es ist noch immer ein Necrosoma. Entschuldigung, es ist ein Necrosoma. Es ist kein Lunala, es ist ein Necrosoma. Aber dieses Lunala Necrosoma ist besser als dieses Solgaleo Necrosoma. Also indirekt Lunala besser Necrosoma als Solgaleo. Sonst denke ich nicht. Nur mit Hilfe der Necrosoma Power. Okay, Schwäche, Finsternis mal 2 und Resistenz mindestens 20 gegen Kampf. Braucht aber 2 Rückzugskosten. Sogar weniger als hier oben. Ja. Das war's auch hier von diesen News. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.